Regionalbahn plus S-Bahn ist gleich Regio-S-Bahn. Sowas gibt's? Ja klar. Und es hat einige Vorteile. Welche das sind, was hinter dem Konzept steckt und was der Unterschied zwischen Regional- und S-Bahn ist, das erkläre ich euch heute, denn ich bin Silvi, eure Mobilitätscheckerin. Kurz erklärt. Mit Silvi. Die Regio-S-Bahn ist noch ganz neu in Baden-Württemberg. Aber wer in der Umgebung von Ulm wohnt, der kennt vielleicht die Züge mit der Abkürzung RS. Doch was ist jetzt eigentlich eine Regio-S-Bahn? Nun ja, die Regio-S-Bahn ist ein neues Zugangebot. Ihr Ziel ist es, Städte und ländliche Räume besser zu verknüpfen. So bietet die Regio-S-Bahn Fahrgästen eine nachhaltige, schnelle und komfortable Reisemöglichkeit. Und wie passiert das? Eigentlich ist fast alles schon da. Bereits vorhandene Strecken werden nur etwas ausgebaut und mit neuen Haltepunkten ergänzt. Zusätzlich werden die Fahrpläne verdichtet, bis zu einem Halbstundentakt in der Hauptverkehrszeit. Aber wir haben doch schon S-Bahnen und Regionalbahnen. Warum gibt es jetzt noch Regio-S-Bahnen? Dafür einmal kurz zusammengefasst. Regionalbahnen erschließen und verbinden ländliche Räume. S-Bahn gibt es in Ballungszentren, wie zum Beispiel in der Metropolregion Stuttgart. Sie halten teils in kurzen Abständen und fahren in einem hohen Takt. Aber nicht jede Stadt hat eine S-Bahn. Hier schafft die Regio-S-Bahn Abhilfe. Welche Vorteile bietet die Regio-S-Bahn? Die Regio-S-Bahn ist ein neues Zugangebot, das Menschen aus dem Umland schnell in die Stadt bringt und umgekehrt. Sie kombiniert die Vorteile von Regional- und S-Bahnen, um Fahrgästen entgegenzukommen und so die nachhaltige Mobilität zu fördern. Das bedeutet im Klartext eine bessere Taktung. Sie fährt immer stündlich oder in der Hauptverkehrszeit sogar halbstündlich. Sowohl Rufbusse als auch andere Buslinien sind extra auf die RS-Linien abgestimmt, um insgesamt für eine schnelle und komfortable Reise zu sorgen. Die Regio-S-Bahn bringt jetzt auch abends mehr Verkehr auf die Schiene. Am Wochenende fährt der letzte Zug von Ulm Richtung Biberach um 0.48 Uhr. Für Kino, Bar, Restaurant oder Theater braucht ihr kein Auto mehr. Hört sich doch gut an, oder? Aber wo fahren die Regio-S-Bahnen überhaupt? Stand Januar 2023 in Baden-Württemberg, bisher in der Region Donau-Iller mit dem Oberzentrum Ulm, Neu-Ulm in der Mitte. Das bedeutet, dass die Regio-S-Bahn auch in Bayern fährt. Daher haben beide Länder auch zusammen ein einheitlich übertragbares Regio-S-Bahn-Logo entwickelt. Daran könnt ihr die Züge erkennen. 10 Regional-S-Bahn-Linien sind in dieser Region geplant, 7 bereits in Betrieb. Fassen wir zusammen. Mehr Verbindungen, weniger Umstiege, bequemere Fahrten. Gerade Pendlerinnen und Pendlern bieten Regio-S-Bahnen so einen super Anlass, auch mal das Auto stehen zu lassen und auf Bahnen und Busse umzusteigen. Mehr Informationen zu dem Angebot und zum Projekt Regio-S-Bahn Donau-Iller bekommt ihr über die Links in der Infobox. Seid ihr schon mal mit der Regio-S-Bahn gefahren? Eure Meinung ist uns wichtig. Also schreibt uns in den Kommentaren, was ihr darüber denkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe. Macht's gut. Mir fällt noch was ein. Nicht vergessen, abonniert gerne unsere Kanäle und da geht's zum nächsten Video.